Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben heute wieder eine super krasse Release-Woche am Start. Von daher, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wir checken alle wichtigen Releases wie jede Woche auch immer ab. Freunde, ich bin super gespannt. Wir haben von Elif endlich Ich denk an dich zusammen mit PA. Wir haben ja in unserem Hörprobenformat, was am Dienstag nächste Woche wieder kommen wird, wo wir schon immer mal so in kommende Songs reinschnuppern, haben wir schon an die Hörprobe haben wir schon in die Hörprobe von Ich denk an dich reingehört und da hat mich das super gehuckt, Mann. Dieses Ich denk an dich, dann in dieser wunderschönen Melodie von Elif gesungen, das catcht einfach und das ist so ein Song, keine Ahnung, Mann. Der wird einfach bei mir im Loop wieder laufen, ich weiß es schon. PA als Feature, super, super smart, die Idee und my opinion, gerade bei der Mucke, die PA aktuell macht, die gefällt mir sehr. Bei PA wird es ja auch ab und zu ein bisschen gefühlvoller aktuell und das Ding catcht mich auf jeden Fall auch, was er so gerade macht. Von daher, coole Kombination, habe ich actually bis kurz vor Ankündigung nicht mit gerechnet, dass es PA wird, aber hat mich super gefreut, wie gesagt. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung, wir sind sehr aktuell, von daher lass erstmal bei dem originalen Musikvideo von Elif natürlich ein bisschen Support und Liebe da und da würde ich sagen, hören wir rein bei Ich denk an dich von Elif und PA Sports, let's go. Ich denk an dich. Ganz kurz noch, directed by Dominic Dason. Und der Opening-Shot ist ja schon wieder wunderschön. Vor der Autobahn so quasi die Arme ausbreiten, nach hinten in den Himmel schauend. Geiler Shot, geiler Opening-Shot. Ich denk an dich, ich ein Tag nicht, ich ein Tag nicht. Ich denk an dich, ich denk an dich. Wunderschöner Beat. Früher mit dir heute alleine durch die Stadt. Teils mein Leben in einer vor und einer nach. Als wäre ich gestorben und jetzt werde ich nochmal wach. Da ist ein Loch in meinem Herz, wo du mal warst. Ich finde ich Frieden, wenn du mir für immer fehlst. Das ist das, was ich bei Elif so liebe. Sie schafft es erstmal so was Ruhiges aufzubauen, gerade auch der Shot, wie sie aus der U-Bahn-Station rauskommt. Alles so ein bisschen ruhiger und dann Change, energiegeladener. Wir haben einfach nochmal dieses Kraftvolle in ihrer Stimme dann gehört im Kontrast. Im Herz, wo du mal warst. Ich jetzt. Ich Frieden, wenn geil. Du mir für immer fehlst. Ich merke es viel. Junge, das ist das, was ich meinte. Voice Control. Easy. Zu easy für sie. Holy shit. Holy shit. Bin ich Frieden, wenn du mir für immer fehlst. Ich merke es viel zu spät. Wow. Ohne dich weiß ich nicht, wofür ich lebe. Oh. Du warst die Liebe meines Lebens. Ich ließ dich einfach gehen. Alles, was danach kam, brauchte mir nur Tränen. Wow. Du warst die Liebe meines Lebens. Ich denk an dich, boah. Ich denk an dich, ich ein Tag nicht, ich ein Tag nicht, ich denk an dich. Wow, ich liebe den Aufbau von dem Song. Ich liebe den Aufbau von dem Song, weil wir so viele verschiedenen, wir hatten allein schon jetzt 4 oder 5 verschiedene Stimmfarben von Elif gehört. Es ist null eintönig. Es ist super, gerade für mein ADHS-Gehirn, was so immer keine große Aufmerksamkeitsspanne hat und immer was Neues braucht, um befriedigt zu werden irgendwie, ist das super angenehm, weil wir immer was Neues haben, was entdeckt werden kann. In jedem Shot irgendwie ist was anderes drin und sie eben auch, keine Ahnung, nicht nur auf derselben monotonen Stimmlage hier irgendwie singt. Ich denk an dich, oh ja. Und selbst im Traum, es kam noch raus. Geiler Beat auch. Ich denk an dich, ich bin sehr gespannt. Sag, wann hört das so? Ich bin sehr gespannt jetzt auf PA. Bis jetzt von Elif, wunderschön einfach, wunderschön, muss man sagen. Ich denk an dich, auch wenn ich mittlerweile wieder lebe. Fällt's mir schwer, dich anzusehen, weil ich mir nie vergebe. Du bist gegangen, denn ich entschied mich halt für die Karriere. Entschied mich für all die Höhenflüge und für die Affäre. War nicht gerade, Mann, du hast was Besseres verdient. Hab vergessen, wie man liebt, seit du weg bist aus Berlin. Mann, dein Lächeln gab mir Frieden, doch ich war noch nicht reif genug. Doch, geil, strong, strong. Beim Einstieg hat er erst so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber doch, 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 doch. Sehr strong von PA, finde ich. Stimmfarbe auch sehr angenehm. Schieb mich für all die Höhenflüge und für die Affäre. War nicht gerade, Mann, du hast was Besseres verdient. Hab vergessen, wie man liebt, seit du weg bist aus Berlin. Mann, dein Lächeln gab mir Frieden, doch ich war noch nicht reif genug. Du willst mich nicht zurück, lies kein zweites Mal das gleiche Buch. Egal, wie sehr ich mich verändert habe oder anders bin. Du willst es nicht mehr sehen, ich glaub, dein Herz wird langsam blind. Doch ich bin schuld daran, ich habe dich so gemacht und lieg bis 4 Uhr morgens wach. Du warst die Liebe meines Lebens. Boah, geil. Ey, das habt ihr nur für mich gemacht. Das haben die beiden, haben das nur für mich gemacht. Weil ich immer sage, bitte, wenn ihr ein Feature habt, singt kurz übereinander, packt eure Stimmen übereinander.
macht das und sie machen es. Wunderschön. Ganz kurz, was ich auch anmerken will, im Vergleich jetzt zu dem Feature mit Samra zum Beispiel von Elif, mit Samra zusammen. Da hat Elif so super ihr Herz ausgeschüttet, gefühlvoll as fuck, hat so richtig Herzschmerz und oh. Und Samra hat in seinem Part so, ich schnippe die Kippe, Henny, Drogen, Chill, kein Bock, Autos, 300 km/h, ra. Und jetzt haben wir hier bei PA eben das Gegenteil davon, auch sehr persönlich, gefühlvoll. Herz ausgeschüttet, gleicher Vibe, gleiche Energie wie bei Elif und nicht irgendwie ein Part, der da nicht richtig reinpasst, wisst ihr, das ist schön, das ist schön. Ich ließ dich einfach gehen, alles was danach kam, brachte mir nur Tränen. Ich kann so eine schöne Stimme haben, Junge. Du warst die Liebe meines Lebens. Ich denk an dich, ich denk an dich, ich ein Tag nicht. Actually, wir haben actually jetzt tatsächlich, beide singen sogar die Hook zusammen. PA Sports hat sich ins Studio gestellt und singt diese Hook auch. Das finde ich geil. Ich ein Tag nicht, ich denk an dich. Das funktioniert richtig gut. Oh, ja. Das funktioniert ja richtig. Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich dachte, sie machen nur kurz am Ende diese ein, zwei Zeilen da zusammen. Aber dass er die Hook mitsingt, das wertet den Song nochmal richtig auf irgendwie. Keine Ahnung, ich mag das immer sehr gerne. Elif hat auch so, sie hat diesen Schauspiel-Dings in sich drin, so wie sie in die Kamera guckt, da gerade so diesen, ich hab, ich denke auch an dich. Geil. Part von PA hat mir noch besser gefallen als erwartet, muss ich sagen. Elif hat, wie ich schon erwartet habe, abgeliefert, ja. Aber vom Sound her nochmal besser geworden, echt als gedacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vom Sound her nochmal besser geworden, als ich es erwartet hätte, ganz ehrlich. Kommt noch was am Ende, kommt noch irgendwas? Von wegen, hey, hier, das und das. Nee, scheinbar nicht. Okay, scheinbar nicht. Ey, was soll ich sagen? Coole Kombination, die beiden zusammen. Ich fand es, wie gesagt, nice, dass PA auf jeden Fall einen Part hatte mit Inhalt, der zum Track gepasst hat. Super geil, dass sie am Ende zusammen die Hook gesungen haben. Hat sich ultra schön angehört. Auch großes Lob an PA. Natürlich, deine Stimme war da auch bearbeitet, bestimmt irgendwie hier und da. Er ist jetzt bestimmt nicht der größte Sänger der Welt, aber ich fand es ultra schön, sie zusammen zu hören. Das war ultra clean. Ansonsten von Elif natürlich, was ich am Anfang erwähnt habe, ultra cool, dass sie eben nicht nur auf dieser Einstimmlage geblieben ist, sondern man gemerkt hat, okay, hier wechselt sie sich auf jeden Fall ein bisschen ab, gibt nochmal ein paar andere Inputs und zeigt einfach auch, okay, ich kann ein bisschen ruhiger, ich kann ein bisschen schneller, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, ich kann so ein bisschen mehr Kraft reinnehmen in die Stimme, aber auch so ein bisschen sanfter. Und das hat sie hier einfach nochmal ganz, ganz easy off-geschaut, würde ich sagen. Und ansonsten ist das auf jeden Fall ein Track, der im Kopf bleibt und der keine Ahnung. Das ist so ein Ding, das kann man in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren gefühlt noch hören, habe ich das Gefühl. Wisst ihr, wie ich meine? Zumindest sage ich das jetzt. Wer weiß, ob es wirklich so sein wird. So oder so, ich bin super froh, dass wir was von Elif bekommen haben. Ich freue mich unfassbar doll aufs Album und ja, bin super happy mit dem, was wir bis jetzt bekommen haben. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in den Kommentaren und checkt auf jeden Fall noch gerne meine Playlists ab. Die habe ich hier oben für euch verlinkt, ansonsten auch in der Videobeschreibung. Wir schauen aktuell auf Seven vs. Wild zusammen, macht ultra Bock. Wir sind ultra im Hype drin. Verfolgt das gerne auch, wenn ihr Bock habt. Ansonsten schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, was für Tracks noch rausgekommen sind, die wir zusammen irgendwie abchecken sollen oder die mir gefallen könnten. Bis dahin, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt alle so fresh und gut aussehend und gut riechend, wie immer. Und